Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder eine Produktvorstellung und zwar von der Firma Jägerndorfer. Es ist eine Diesellok der Baureihe 2068 der österreichischen Bundesbahn. In der High-End-Version in Gleichstrom digital mit Sound. Viel erwartet uns. Wie wird es ablaufen? Natürlich wie immer gleich erstmal ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann werden wir uns das Modell hier im Einzelnen genauer anschauen. Es ist eine Soundvariante, das heißt, wir werden uns danach in der freien Wildbahn die einzelnen Sounds der Lok anhören, uns anschauen, wie sie denn so fährt. Und ganz zum Schluss gibt es dann mein Schlusswort. So wird es sein und jetzt legen wir los. Die Baureihe 2068 ist eigentlich ein Erfolgskonzept der österreichischen Bundesbahn. Sie wird als Verschub Diesellokomotive auf so ziemlich fast jedem größeren Bahnhof eingesetzt und Anfang der 90er Jahre war es dann soweit, man hat sich entschieden, eine neue, leisere Lokomotive zu entwerfen und zum Einsatz zu bringen, denn die bisherigen Verschub Diesellokomotiven waren laut und auch teilweise unrentabel. Und so kam es, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre zu der Entwicklung und dem Bau dieser neuen Verschubdiesellok. Allerdings war es schon Mitte der 80er Jahre soweit, denn da hatte die ÖBB schon erste Überlegungen angestellt, neue Verschubdieselloks zum Einsatz zu bringen. Wie war die Planung? Dreiachsige Diesellokomotiven haben relativ schnell ihr ausgefunden, denn sie waren relativ unruhig, was den Lauf anging und sie sollten natürlich auch hohe Geschwindigkeiten fahren können und das fand man dann schlussendlich in der Konzeptierung dieser Drehgestell-Diesellokomotiven. Die Lok hat zwei Drehgestelle mit vier Achsen und ermöglicht so eine sehr hohe Laufruhe und natürlich auch eine Spitzengeschwindigkeit von 100 km/h. Die Jenbacher Werke erhielten also dann 1989 bzw. 1990 den Auftrag der ÖBB, diese Lok zu entwickeln, zu bauen und das haben sie dann auch gemacht in Form von 5 Vorserienlokomotiven. Das war die 2068-001 bis 005. Die wurden erprobt, getestet, dann auch für gut befunden und danach folgten dann in den Jahren 1992 bis 1994 die Serienproduktion von 55 weiteren Maschinen, sodass man insgesamt auf eine Flotte Stärke von 60 Maschinen kommt. Die Loks der Hauptserie bzw. der Serienproduktion wiesen dann natürlich einige Weiterentwicklungen auf, die man aus dem Bau der Vorserien gewonnen hatte, aber die hatte man natürlich auch nicht vergessen, die hat man teilweise auch aufwendig umgebaut für Werksverkehre oder auch dann in den normalen alltäglichen Betrieb dann auch mit aufgenommen. Die Loks haben den Spitznamen Flüsterlok bekommen und das lag an dem neuen Dieselaggregat, das verbaut wurde und zwar ist es das JW608DS. Es ist im langen Vorbau verbaut gewesen und hatte, wie gesagt, zur damaligen Zeit die Eigenschaften sehr ruhig zu laufen und vor allen Dingen auch gegenüber der alten Loks sehr, sehr leise. Und das kam natürlich den Anwohnern, die nahe den größeren Bahnhöfen gewohnt haben, sehr zugute. Ansonsten, was kann man sagen? Die Lok kann maximal 100 km/h fahren. Sie hat eine Dienstmasse von 72 Tonnen, die Serienproduktion. Die Vorserie brachte es nur auf 67 Tonnen und die Länge über Puffer ist 13,77 Meter. Sie ist ausgerüstet, man klar, mit der Indusi, sprich PZB, mit der SIFA. Es ist auch eine Funkfernbedienung auf dieser Lok verbaut. Das heißt, man kann die Lok umrüsten auf einen Funkbetrieb und der Lokführer kann dann außerhalb der Lok stehen und dann mit einem kleinen Bauchladen, den er vor sich hat, dann diese Lok steuern. Das kommt im Einmannbetrieb zum Einsatz, wenn man also keinen Lokführer, Lokrangierführer und einen Rangierer, der draußen praktisch abkuppelt oder dann halt auch sagt, wie weit halt noch etwas entfernt ist. Und wenn das alles der Lokrangierführer selber machen muss, dann hat man, wie gesagt, diese Funk
Geschichte entwickelt. Das heißt, der Lokführer kann vorne am Ende des Zuges sein. Die Lok ist hinten und er kann die Lok über Funk steuern und sieht auch, wo er hinfährt. Ist natürlich eine Erleichterung bzw. eine Kostensparnis für das Unternehmen, allerdings natürlich für den Lokführer natürlich eine immense Mehrarbeit. Nichtsdestotrotz, die Lok ist damit ausgestattet, ebenso ist sie tandemfähig. Und das Lustige, auch zwei Loks wurden damals an die ungarische Rail Cargo Hungaria als Baureihe 409 verkauft. Tja, und das war's auch schon mit dem Vorbild. Jetzt schauen wir uns das kleine Modellchen 1:87 genauer an. Fangen wir also ganz vorne an. Wir haben hier die High-End-Version der Lok in digital mit Sound-Gleichstrom. Das ist die Artikelnummer JC20632. Das Ganze gibt es noch in Gleichstrom-Analog, natürlich dann ohne Sound. Das ist die Artikelnummer JC20630. Und für unsere Wechselstromfahrer ist es die Artikelnummer JC10632. Diese Version dann natürlich auch digital mit Sound. Schauen wir uns die Lok weiter genauer an. Wir haben hier ein Metallgehäuse, trägt natürlich zur Zugkraft dazu bei, dass die Lok relativ schwer ist und dann natürlich auch sehr viel ziehen kann. Wir haben eine wunderschöne Detaillierung. Wir haben den Aufbau hier sehr schön umgesetzt, auch mit allen Griffstangen versehen. Ich habe bei dieser Lok jetzt eine Seite, nämlich die lange Vorbauseite, komplett zugerüstet. Das kann man nämlich machen, das ist dieser besagte Vitrinenmodus, den man halt hier auch umsetzen kann. Das heißt, man hat hier einmal die Automatik-Rangierkupplung, die man installieren kann. Man kann die Bremsschläuche installieren und die Öffnung, durch das letztendlich die Kupplungsaufnahme passiert. Da gibt es eine Klappe für, beziehungsweise einen kleinen Schachtdeckel, den man vorne draufstecken kann. Somit ist das Loch geschlossen und es macht optisch einen sehr schicken Schuh. Auf der anderen Seite kann man hier sehr schön sehen, da habe ich nur die Kupplung reingesteckt. Es sind zwei Bügelkupplungen mit dabei. Das ist der Zurüstbeutel, den wir jetzt hier haben. Was ist da drin? Wir kennen es auch schon aus der Vorstellung des Railjets von Jägerndorfer. Wir haben hier zwei Achsen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, auf relativ geraden Anlagen, wo keine allzu große Zugkraft vonnöten ist, hat Jägerndorfer die Möglichkeit geschaffen, die zwei Achsen, die sich in der Mitte befinden, das heißt, wenn man jetzt die Lok 1, 2, 3, 4 versieht mit den Achsen, die zweite und dritte Achse, die inneren Achsen, die haben jeweils auf einmal der linken Seite und einmal auf der rechten Seite einen Haftreifen. Diese Achsen kann man austauschen gegen Achsen ohne Haftreifenmulde. So hat man sich logischerweise dann den Haftreifen gespart, das heißt, man muss keinen neuen kaufen, wenn der mal kaputt ist. Was gibt es sonst noch? Wir haben halt nochmal die automatische Rangierkupplung für die andere Seite, wir haben nochmal diese Abdeckung und wir haben natürlich nochmal die vier Bremsschläuche. Das ist unser Zurüstbeutel, der damit bei ist. Ich denke mal, im alltäglichen Gebrauch, es ist eine Rangierlokomotive, muss man natürlich selber wissen, ob man eine Seite zurüstet oder nicht. Bei Rangierloks muss man natürlich immer entweder mit der anderen Seite oder mit der einen Seite rangieren, je nachdem, wie rum die Wagen stehen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen hinderlich, wenn man die Lok zurüstet. Aber ich fand es mal schön, sowas auch zu sehen, wie sowas aussieht. Und deswegen habe ich die halt auch so zugerüstet, damit ich es euch dann auch mal zeigen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein sehr schönes Modell. Die Bedruckung ist trennscharf. Wir haben hier eine Lok der Serie 2068 und zwar, um genau zu sein, die 054. Wir haben ansonsten mit an Bord einen Plux 22 Soundtecoder. Wir haben einen Kupplungsschacht nach NEM 362. Wir haben drei Spitzenlichtbeleuchtung jeweils auf beiden Seiten und auch zwei Schlussleuchten auf beiden Seiten. Die sind fahrtrichtungsabhängig und natürlich in LED-Bauform. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Die Haftreifen befinden sich in der Mitte. Es sind alle vier Achsen angetrieben, zwei wie gesagt davon mit Haftreifen. Länge über Puffer haben wir hier 160 mm. Wir haben in der digitalen Version, so wie wir sie jetzt hier haben, auch die Möglichkeit einmal den Führerstand zu beleuchten und auch die Pult, die auf der linken wie auf der rechten Seite sich befinden, auch die zu beleuchten. Es ist eine Lok der Epoche 6. Und wir haben hier den mindestbefahrbaren Radius von 358 mm, also sprich R2 bei Rocco.
Die Lok ist eine Neuheit von diesem Jahr, nämlich von März 2020. Das heißt, sie ist in einigen Läden noch nicht erhältlich, aber wird natürlich jetzt innerhalb der nächsten Tage und spätestens der nächsten Woche dann natürlich auch dort erscheinen. Ansonsten, was ist noch mit dabei? Wir haben hier einen Extrazettel, wo auch nochmal draufsteht, welchen Sounddecoder wir hier an Bord haben. Wir haben nämlich hier einen ESO Lok Sound an Bord der fünften Generation, also sprich den ganz neuen Lok Sound. Und dann natürlich einmal die Beschreibung des Decoders, er ist RELCOM-fähig, und hier unten einmal die Auflistung aller Geräusche, die die Lok mit an Bord hat. Ansonsten gibt es hier noch eine kleine Betriebsanleitung, in der beschrieben wird, wie man die Lok wartet, an welchen Stellen zu ölen ist, wie man zum Beispiel die Zurüstteile, die ich jetzt hier vorne verbaut habe, zurüstet, wo man welche Schrauben lösen muss, um an das Innere der Lok zu kommen und so weiter und so weiter. Und natürlich dann ganz hinten die Ersatzteile, die man für diese Lok bestellen kann. Was ich auch sehr interessant finde, was ich bisher so bei sehr wenigen Loks nur gesehen habe, es sind hier zwei Lautsprecher verbaut. Sind wir mal gespannt, wie sich die Lok gleich in der freien Wildbahn anhören wird. Das wird bestimmt ein sehr, sehr schöner Soundgenuss werden. Diese Lautsprecher sind hier vorne verbaut und der Decoder relativ in der Mitte. Einfach, wir kennen das, Plux 22 Steckdecoder. Ja, ich würde sagen, lassen wir die Lok selbst sprechen, gehen jetzt in die freie Wildbahn und schauen uns mal die Fahreigenschaften der Lok an und natürlich auch die Sounds.
Ja, meine Lieben, da sind wir wiedermals am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat's wiedermals gefallen und ihr habt ein bisschen Lust auf diese schöne kleine Diesel-Lok bekommen. Das war's, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle. Unser Versand läuft trotz der momentanen Krise. Das heißt, wenn ihr die Lok haben wollt, könnt ihr natürlich jetzt gleich im Anschluss des Videos in unseren Webshop gehen, dort einmal die Artikelnummer eingeben und dann habt ihr alle drei Versionen, die ich euch Anfang des Videos genannt habe, auch direkt in der Übersicht und könnt euch die dann auch kaufen. Wir liefern so schnell wie möglich. Ihr kennt das von uns. Sollten noch Fragen zu dieser Lok sein, gerne in die Kommentare schreiben oder uns auch eine E-Mail schreiben und wir werden dann natürlich dann so schnellst wie möglich euch antworten. Bleibt gesund, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, hier bei uns bei Moderbahn Union. Macht es gut und tschüss. Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.